freie Fernsehsender RIP-TV präsentieren auf euren Internetsender aus Salzburg das Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Und Mitveranstalter sowie Gastgeberin Heidi in ihren Zauberpark in Wien. Ja, da hat sie auch, ich nehme Granda, war es ja noch ganz ein interessanter Stand, glaube ich. Sie geben, wir haben schon vorher gefragt, sie geben Lebenskraft, oder? Nein, wir geben ein Training, das Leuten hilft, ihr lebensabsichtsvoller zu leben. Also okay. Mehr volles Potenzial zu entwickeln und wirklich die Fähigkeiten, die man braucht, im Leben das zu verwirklichen, was man gern verwirklichen möchte. Das macht sie mit Vorträgen dann, oder? Mit Seminaren. Seminare, ja. Ja, das sind erfahrungsbezogene Kurse, da machst du Übungen, wo du deine eigenen Einsichten gewinnst. 230 Euro. Ja, und das Endresultat ist, dass du das Leben mehr in der Hand hast als davor. Aha. Dass Dinge funktionieren, die vielleicht vorher nicht. Also man programmiert, sie lernen, sie bringen einem bei, dass man sich selbst so umprogrammiert, dass man ein Resonanzfeld aussendet, das was dann das Positive anzieht. Ja, du musst dir nicht so vorstellen, dass du programmierst, sondern dass du Einsichten gewinnst, wie die Dinge wirklich funktionieren. Wie die Dinge in deinem Leben funktionieren, in deinem Bewusstsein funktionieren. Mhm. Und dann kannst du beginnen, was zu ändern. Aber es ist kein Ort vom Programmieren, sondern es ist einfach wirklich Dinge zu verstehen und Dinge klarer werden im Leben. Aha. Und einfach und auch schöner. Und gibt ihr das dann über Internet oder habt ihr da direkt, macht ihr Kongress? Seminare, wir machen die Workshops hier in Wien, aber die längeren Kurse dann auch in Holland und für die ganz Abenteuerlustigen auch in Florida. Ah, dann kommt ihr ganz schön rum auch. Ja, aha. Okay, sehr schön, das macht es interessant dann, wenn man vielleicht einmal. Da sieht man noch, wo man euch finden kann im Internet, gell? Genau, und das Training heißt Avatar. Das ist sehr schön. Also, wer sich vielleicht das auf Interesse hat, sich da sein Glück ein bisschen näher zu bringen, eventuell kann das auch helfen. Ja, und Dankeschön, dass ihr da seid und da mit ausstellt und das so lebendig heute. Gerne. Okay, schönen Tag. Danke euch. Viel Erfolg. So, liebe Wienerinnen und Wiener, es geht weiter oben im Manosaal, im ersten Stock, mit einem sehr, sehr interessanten Vortrag. Und zwar unter dem Thema Gesundheit ist Wissen und Krankheit ist Macht, Fragezeichen. Höchst interessant und wir dürfen uns freuen, dass er heute da ist. Wie gesagt, es geht gleich los, oben im Marmorsaal. Franz Reutinger, Gesundheit ist Wissen und Krankheit ist Macht, Fragezeichen. Viel Spaß im Marmorsaal. Sie sind da der Künstler? Sie sind der Künstler? Ja. Ja? Oh, sehr schön. Danke. Mit Punktetechnik. Ja, mit Punkt. Ja, Punkt. Ja. Ja. Das ist richtig, ja. Viele lang. But good farming. Yeah, it's good farming. Ja, sehr schön. Und eine schöne Strahlkraft, was es ausstrahlt. Mein Deutsch ist nicht so gut, so, ja. Aber man merkt, man sieht viel Hüte bei Ihnen, viel Hats. A lot of Hats, Österreich, and even there's just ein Hat. It's a Golfer? Well, this one is play golf, or? No, it's not a chopping wood. Oh! They're all chopping wood. Yeah. That guy's chopping, and this guy's chopping.
This guy's finished. He's finished for the day. And this guy's having a beer. It's after work. Well deserved beer. Yeah, very. So he's drinking the beer. And you like skiing? Huh? You like skiing? No, but I have a place in the mountains. My wife is a good skier. Oh, yeah. And so is my son. But I grew up in the desert. I never saw snow until I was 30. Ah. Have you contact information where it's likely to have a picture for you? Can you have your internet address? I have an email. Yeah. And also my email is johnlindymood@aol.com. Oh, okay. Yeah. And you live in Vienna? I live in Vienna and Lofer. And Lofer? Yeah, yeah. Up by Tyrol, Salzburg, Tyrol. Okay. Area, yeah. Yeah, it's very long. It's 4 hours. Yeah, we have two play. Yeah. Four hours, 50 cars. Yeah. And who are you with? I feel like I'm being interviewed. Huh? Yeah. But we have a place in Vienna and also in Lofer, yeah. Yeah. Because that's where my wife is from. She's also Österreich. My Frau is Österreich. I wish you a nice to stay in Austria and good luck with your works. Thanks. It's a fine art. I appreciate it, yeah. It's very fine art. Well, and they're cheap too. They're not so expensive. Good luck. Yeah, thanks. Wo bist du mit der Kamera? Ja, ein voll besuchtes Festival heute. Wir starten gleich. Es ist nur sehr labyrinthhaft aufgebaut. Und das Wetter ist so schön. Hallo. Sie haben doch besonderen Schmuck, energetischen, oder? Ja, klar. Ja? Ja. Na, oder weil Engelkarten haben aber nichts mit Ihren... Die Engelkarten habe ich da, damit, falls jemand sie ziehen mag. Ah, okay. Schmuck ist natürlich energetischer Schmuck. Und ich mag auch Filzengeln und Filzwesen mit gegenderten Botschaften. Die habe ich halt jetzt nicht mit. Und die Traumfänger gehören ja auch zu Ihnen dazu. Ah, die sind schöner, ja. Ja, ja, sehr schöner Schmuck. Ja, danke. Und viel Erfolg noch. Danke. Hallo. Nein, überhaupt nicht. Wenn auf einmal alle nicht da waren, dann war das Fest leer, dann war der Film traurig und langweilig. Ja, das ist richtig. Da wäre uns fad, ja. Hier darf es Karten legen da. Sie machen das. Ah. Die Rider-White-Karten. Ja. Aha, sehr schön. Und haben Sie es speziell nur auf Rider-White festgelegt? Aha. Okay, ja. So die, unter den Klassikern der Karten. Einfach,
von der Optik her, aber von der Aussage kannst du trotzdem sehr tief lassen. Mhm. Deswegen passt es. Weil jeder kann das kriegen, was er braucht. Ja, ja. Oder was? Nicht so extrem kompliziert wie Madame Lenoir zum Beispiel. Die Lenoir, naja, die sind auch nicht kompliziert. Ja, aber es ist halt ein Übermaß an Information halt. Ja, weil sie im Moment so viel liegen und zuerst einmal alle 36 Karten irgendwie. Da kann ich anfangen mit einer Karte oder mit drei oder mit vier. Und was ist das Gerät da daneben da? Das ist Sprays. Das sind Gesundheitssprays zur Zellregeneration. Das ist dieser Ladenmeister. Wunderspray aus Ungarn heißt der. Okay, ja, also haben Sie auch sehr vielseitig hier betätigt. Ja, ich bin Energetikerin. Mhm. Das ist halt ein Schwerpunkt von mir und das ist etwas, was ich auch so anbiete, weil ich in der Art Energie übertrage. Mhm. Den Leuten auch so was machen soll. Ja, beim Kartenlegen ist ja immer großer Bedarf da. Schauen wir mal. Ja, auf viel Erfolg. Viel Spaß noch. Sie haben auch da die Sprays, gell, Sie? Ja, wir sind, was das betrifft, Geschäftspartner, ja, genau. Ja. Mein Motto ist halt alles gesund, das heißt, es gehört Bewegung dazu, es gehört gutes Wasser dazu. Eine breite Palette. Wasserverkostung. Achso, das ist ein Energetisierer, oder wie? Nein, nichts energetisiert, das ist einfach nur gereinigt durch einen Kohlefilter. Und da sieht man den Hund, das habe ich zum Beispiel als Breit genommen, das ist extrem schlecht, was den pH-Wert betrifft. Und das Filterwasser ist natürlich schon im basischen Bereich. Aha. Wir können auch normales Wasser nehmen, ein Leitungswasser. Ja, allerdings, ja. Mhm. Das ist wirklich lecker. Ja, man trinkt es leichter, weil es weicher ist. Ja. Und, warte, da ist noch nichts drinnen. Ach so. Das wird jetzt, das eben wie gesagt, dass man sieht, wo das Leitungswasser ist, vom pH-Wert her. Ach so, das ist Netz und das ist die Vorschau. Mhm, genau. Hoppala. Das war nicht gut. Also das heißt, das ist im grünen Bereich, ja, und das ist dann praktisch um den basischen 7 Wert. Mittelwert, genau, Mittelwert, Blut hat ja 7,4 oder 7,3 und das ist noch eine Spur faktisch, gegen das Weiße sieht man es halt besser. Nicht? Ja. Das heißt, das Filter bewirkt dann doch noch was, dass das in den basischen Bereich kommt. Das ist wirklich gut, ja. Ein interessantes Fest mit sehr vielen interessanten Ständen, muss man schon sagen. Mhm. Ja. Ja, es gibt viele interessante Sachen mittlerweile. Mhm. Wie gesagt, Bewegung ist auch meines. Ich mache jede Woche einmal mit einer Gruppe Smoothie-Training. Aha. Mit den Ringen kann man ja sehr viel machen, bis zur Massage hin, ist alles möglich. Ja, das auf die Gelenke hin speziell. Na, vor allem ist es gelenkschonend und es ist praktischer als die Nordic-Walking-Stöcke. Ja, habe ich auch schon dran gehört, ja. Früher bin ich mit den Stöcken gegangen, aber viele Leute sind manchmal ungeschickt und sind schon drüber gestolpert. Mhm. Außerdem, das kann ich in den Rucksack stecken, gib's rein und hab die Hände wieder frei. Nicht? Und kann es auspacken, wenn es... Na, ich wandere ja auch gern, auch bei meiner Mutter die Stöcke mitgeben, okay, weil sie gemeint hat, ich muss einfach mal ausprobieren, ja, aber die sind mir nur im Weg gewesen. Gut, aber wie gesagt, man muss sie irgendwo immer halten. Ja. Man kann es nicht einpacken, das ist das Problem. Ne? Und das ist ideal, das kann man auspacken, wenn man es braucht. Und wenn nicht, steckt man es wieder in den Rucksack. Aber in meinen Smoothie-Rucksack kann man es reinstecken und hat wieder die Hände frei und kann weitergehen. Ja, interessant, was jetzt da macht. Und die Produkte sind von Peter Riese, der hat gestern einen Vortrag gehalten. Ah. Und da liegen auch seine Bücher vorne am Büchertisch. Ganz ein interessanter Mann, er kommt halt eher wieder persönlich. Man hat eh nicht gewusst, wo man noch hingehen sollte, bei so vielen verschiedenen Sprechern. Es sind so viele Vorträge, ja genau, ja, dass man gar nicht weiß. Sie sind von einem Kärntner Herzspezialisten entwickelt worden, der in 30 Jahren festgestellt hat, dass die Organe der Patienten, die er halt operiert hat, alle unterversorgt sind. Mhm. Also die würden alle gesunde Nährstoffe brauchen. Na ja, eben darum hat er organspezifische Produkte entwickelt mit für Herz, Leber, Lunge, Basisprodukt und dann noch ein Anti-Aging, also wer zusätzlich noch was tun will. Mhm. Und die Produkte sind auch sehr gut und ich teste das alles mit Tensor aus. Jetzt habe ich noch nicht ausgepackt. Aber was heißt Anti-Aging? Das Organ Haut ist ja ein wichtiges Organ. Ja, das größte halt Atmungsorgan. Das ist faktisch so ein zusätzliches Produkt, das man dann noch zusätzlich nehmen kann. Aber wie gesagt, ich teste das alles mit Tensor aus, weil ich sage, nicht alles passt für jeden.
Und das ist mir aber wichtig. Und daher, gestern waren erst Herrschaften da. Sie hat Herz-Lunge gebraucht. Er hat drei Produkte gebraucht. Also ich will das gern wissen, dass die Leute sehen. Man will ihnen nichts aufschwatzen, sondern es passt einfach für sie. Ja. Das ist mir wichtig. Mhm. Und wie testen Sie es aus? Mit dem Tensor, aber wir müssen mal schauen, weil ich habe ihn noch nicht ausgepackt. Dann habe ich noch ein... Ja, ich habe schon vor Jahren deswegen eben eine Tensor-Ausbildung gemacht. Ja, die Tensor sind sehr praktisch. Mittlerweile mache ich es noch immer. Der ist insofern praktisch, weil ich ihn als Tensor verwenden kann oder als Pendel. Also der geht sowohl als auch. Aha. Was möchtest du getestet haben? Na ja, was passt? Ach so, okay. Na, such dir eins aus. Such dir eins aus. Na, nimm es in die Hand und halt es vor dich hin. Na, ein bisschen weiter weg. Na, das brauchst du nicht. Ja, das würde zu dir schwingen. Das wäre was für dich. Das brauchst du auch nicht. Ja, die Arten sind. Das würde passen für dich. Das passt auch nicht. Brauche ich nicht. Nein. Also das passt und das passt. Genau, also Basis und Anti-Aging. Das heißt, du lebst so gesund, dass du eigentlich nur noch zusätzlich was tun kannst, aber die Basisprodukte in dem Sinn brauchst du nicht. Genau. Aber wieso heißt das Geld als Basis? Also die haben alle Farbe. Die haben da hinten eine Farbe, nur das ist nur da hinten und die Kurzbezeichnungen sind nicht so aussagekräftig, dass ich auswendig sofort weiß. Das ist für dich, aber die Basis ist eben so allgemein. Vitamin-Basisabdeckung, die wirklich notwendigsten Dinge, die man braucht. Was mich interessiert, sehen Sie zum Tensor gewisse Vorteile bei normalen Pendeln? Der eine kann mit dem, der andere kann mit dem. Das ist auch wieder so ein Bauchgefühl. Ja? Aber das Schöne ist eben, wie gesagt, der Tensor-Lehrer, der das selber entwickelt hat. Und nicht nur, dass er handlich ist. Ich kann ihn einpacken, ich kann ihn umhängen und habe ihn jederzeit bei der Hand. Ja? Ich kann ihn sowohl als auch verwenden. Ich bin nicht, weil ich habe angefangen mit diesem Tensor, der vorne dieses Ringerl hat, mit dem Korkgriff. Mhm. Mit dem konnte ich überhaupt nicht arbeiten. Da es gibt ja ganz viele verschiedene Aufsätze, wer schon beobachtet. Gell? Es gibt auch von dieser Machart, glaube ich, drei oder vier verschiedene. Und wenn man beginnt, testet einmal aus, welcher Tensor passt überhaupt für mich. Mhm. Das ist ein ganz toller Mann in Niederösterreich. Und da hat es nach einer halben Stunde funktioniert. Da muss man auf die Materialien aber achten, oder ja, was ja, man es nimmt. Es gibt dann Kupfer, es gibt dann Gold, es gibt dann Stahl und da, es gibt verschiedene Längen. Mhm. Ja, und der testet wirklich genau aus, wer braucht welchen Tensor. Und dann, ja. Bei jeder hat eine andere Handspannweiten, das wird sicher so viel ausmachen. Es, gell? Genau, ja. Genau. Mhm. Also ich bin mit, man kann da vorne dann noch so Feng Shui-Zeichen gibt es von ihm, die kann man da vorne reingeben, dann kann man Feng Shui-mäßig testen. Also es ist Sensatz. Und dann gibt es noch hinten einen Aufsatz. Der ist halt multifunktioneller wie so ein normaler, einfacher Pendel. Wie gesagt, der hat das selber entwickelt, der arbeitet seit 30 Jahren damit und das ist fantastisch. Na schön, was ihr da macht. Ja? Danke, dass ihr es fest so lebendig heute. Danke. Viel Erfolg noch, pfiat euch. So, die vorletzte Ankündigung, wir sind in der Höhle gerade hier, in einer Tropfsteinhöhle im Heiligen Zauberpark. So höre ich mich zumindest an. Gut aufgestellt. Offene Aufstellungsgruppe. Wir haben jetzt noch einen Vortrag. Und zwar ist der Herr Magister Harald G. Janisch bei uns, der jetzt in wenigen Minuten oben hier bei uns im Marmorsaal nochmal einen Vortrag gibt. Und danach hoffe ich, dass die Heidi und die Birgit nochmal Zeit hat. Und die Birgit und die Heidi vom Heidis Zauberpark nochmal ein kurzes Interview und eine Dankesgebung. So dachte ich, dass wir das nochmal verkünden wollen. Und da freuen wir uns natürlich, wenn viele Menschen nochmal nach oben hinkommen. Aber jetzt gleich haben wir den Herrn Magister Harald G. Janisch bei uns. Er ist psychologischer Berater und Sportwissenschaftler systemischer Aufstellungen und Ausbilder, so steht es hier, Entwicklung des Hachsma. Aufstellungssystem Jakob L. Moreno. Und ja, Dankeschön. Vielleicht kommt der eine oder andere nochmal hoch. Und ich danke euch und sage euch einen schönen Abend.
aus der Höhle von Heidis Zauberei. Hallo, grüß euch. Grüß dich, Morgen. Seid ihr von Jahrmagazin heute auch wieder mit dabei? Sehr schön. Am Blindenmarkt habt ihr auch schon mitgewirkt, gell? Ganz toll. Was macht das Jahrmagazin aus? Ich habe da noch gar nicht einmal reingeschaut, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Jahrmagazin, das Besondere ist, dass nur angenehme Informationen bringt. Das heißt sehr wohl auch kritisch, das ist schon wichtig, zum Beispiel Finanzsystem. Aha. Aber so braucht, dass man es nehmen kann, dass es leicht verständlich ist. Okay. Und sonst viele Alternativen, also nicht nur Jim-Bum-Geschichten und das ist es, sondern aufzeigen, was Sache ist und dann auch Alternative, wie es anders gehen kann. Und dann liegt es am Leser, dass er halt eigenverantwortlich. Ein wertevolles, nachhaltiges Magazin in dem Sinn. So, wie so lange gibt es euch schon? Seit 2013 ist das erste rausgekommen. Ah, ist ja schon Zeit erscheint, danach. Erscheint ja. Dreimal im Jahr. Aha. Und das Besondere dabei ist, dass nur Verteilpartnerschaften und im Abo verbreitet wird. Also nicht über Zeitschriften Großhandel. Haben wir zeitlang probiert, ist aber nicht so wirklich gut auf. Aber man nimmt sich Zeit zum Schreiben und zum Nachdenken, wenn es nur alle drei Monate mehr rauskommt. So ist es. Das ist dann eine Qualitätsaufgabe. Ich schaue, dass ich auch immer interessante Themen auftreibe, man dann die vom Themenschwerpunkt zusammenfassen und auch wirklich neue Sachen, die halt so im Bewusstseinsfeld da noch recht unbekannt sind, nenne ich es jetzt einmal so. Also ein Thema ist... Zum Pioniere in dem Sinne. So ungefähr, also wirklich altes Wissen wieder ausgekommen. Ein Thema schön. Zum Beispiel ist, in einer Ausgabe haben wir einen Schwerpunkt drinnen bezüglich Geburt. Also welche Möglichkeiten es für Geburtsvorbereitung gibt, schmerzlose Geburt, Heimgeburt, bis hin zu, wie man also mit dem Thema Nabelschnur abschneiden umgeht. Weil bei indigenen Völkern ist es so, dass da die Nabelschnur nicht abgeschnitten wird. Ist ja gut, selber schon zu wissen, weil die Hebammen in Deutschland, wenn man schon sieht, die ja total schwer haben. Die, so ist es. So die sind ja so hoch mit den Beiträgen gesteuert worden, dass sie den Job nicht mehr... Wenn man selber wieder das Wissen hat, das Bewusstsein, dann unterstützen wir auch die Hebammen im Prinzip in ihrer Position und dann sind wir auch wieder unabhängiger von dem Krankheitssystem. Und so, das ist halt jetzt so ein Thema, das wir da halt auch einbringen. Beziehungsweise eben auch mit Finanzsystem, dass man halt auch sehr wusst, Finanzsystem, dass wir mit Radio Sol kooperieren. Radio Sol hat ein Wirtschaftskonzept mit, wo man eben auf Gutscheinbasis miteinander kann und bis zu 50% ohne Euro auskommt. Ja, sehr cool. So, das ist so. Das verschiedene Alternativen. Wo wir uns zusammentun und es gemeinsam tun. Aber auch da eine Gesellschaft. Dann sind wir wieder ein Scheinstück in Richtung Autarkie unterwegs. Vor allem, jetzt hat es dann regional, kann sich jeder gut unterstützen mit diesen. So ich kenne es ja oft, manche nennen es Zeitscheine, manche Talentescheine. So die Friedensakademie Linz hat ja da was ganz Tolles, was Ähnliches gemacht. So ist es. Also, wie gesagt, da gibt es sehr viele Konzepte. Und das ist schön, wie sich das alles aufgreift. Die Kunst ist halt, dass man diese Alternativen auch miteinander anwenden. Ja, wenn man jeder nur sein Ding macht, dann ist das lange nicht so effizient, wie wenn sie mehr zusammentun
Und der eine bringt eben Wirtschaftssysteme, der andere bringt anderes Gesundheitswissen. Ja, ja. Ist für jeden was dabei, gell? Thema Bewusstsein, Kunst und Kultur, also Kammerton A, 432 Hertz. Aha. Dass wir wieder Musik machen auf 432 Hertz. Eine gute Mischung aus Genre, ja, habt ihr ihn angeboten. So, so ist es, ja. Mhm. Also, dass wir wirklich diese zukunftsfähigen Alternativen wieder gemeinsam anwenden. Ich habe zwar eben noch nicht reingeschaut, so wie es wir es jetzt erklärt haben, ja, aber es macht sich sehr interessant. Na, da steht sicher an Peter Moosleitner vielleicht gar nichts, ja, nach. Gell? Ja, dann nimmst du da, ja, ein Heftel mit und schaust dann weiter. Ja, danke schön. Und vielleicht wirst du sogar Verteilpartner. Mhm, ja. Ihr seht, da gibt es ja einiges an Karten mit die Soulcard, so was wir gesagt haben. Das ist eben das aktuelle Magazin. Mhm. Das schaut auch schon von der Optik, ja, her sehr schön. Und Was auch Themenschwerpunkt ist, fast in jedem Heftel, dass wir Beiträge haben zum Thema Bildung. Also so die Lerngemeinschaften, die sich da mehr und mehr bilden, dass wir auch die unterstützen mit Infos. Beitrag zum Beispiel auch von Gerald Hütter drinnen. Ah, ja. Da habt ihr tolle Kooperationen. Ja. Gerald Hütter, ja, mit der Bildung, Schule, so, das ist ja unser, ja, Nachwuchs dann. Ja. Ja, danke schön, dass ihr das macht. Ja, wirklich. Gerne. Ja. Mhm. Also, wie gesagt, nimmst du dann ein Heftel und schaust dann da mal rein, gell? Habt ihr das Fest ja lebendig mitgestaltet? Gell? Ja. Gut. Frage, darf ich vielleicht das aufzeichnen? Ich mache nämlich über eigenes TV-Magazin. Ja, ganz gerne machen. Ja, jetzt sind wir wieder bei einem ganz sehr interessanten Stand angelangt. Wir sehen da lauter Nahrungsmittelergänzungen, hätte ich zuerst gesagt. Wir sehen da Früchte und Zeolithpulver. Das hilft zur Entgiftung und zur Energieerhaltung, oder? Ihre Produkte. Ja, primär zur Entgiftung. Dazu braucht man Zeolith. Das ist das natürlichste Mineral zum Entgiften. Chlorella und Bärlauch. Das ist die ideale Kombination, um das Gift auch aus dem Bindegewebe rauszukriegen. Und spannend ist, wenn man das jetzt physisch draußen hat, ist immer noch die Information des Giftes im Körper. Und das macht man dann mit quantenphysikalischen Mitteln, um auch die Information zu löschen. Also ich arbeite da mit einem Gerät, das heißt Time Wafer. Wenn man das genau analysieren kann, ist noch Gift vorhanden? Wenn ja, körperlich ausleiten und der zweite Schritt energetisch oder informativ löschen, aha, sozusagen. Und mit diesem Time Wafer kann man auch Unternehmen analysieren und die Potenziale finden, was kann man machen, um mehr Erfolg zu haben. Man bringt das ganz, ganz schnell auf den Punkt. Und es wissen leider noch wenige Unternehmen, dass es diese Möglichkeit gibt, aber es ist Realität. Wir leben in der Zeit, wo die Quantentechnologie schon seit über 100 Jahren erfunden ist. Mhm. Und es gibt ja seit vielleicht 10, 15 Jahren auch Technologien, wo man das wirklich verwenden kann für den praktischen Alltag. Fast schon wie ein Handy oder das Internet. Es ist nicht viel komplizierter. Man sieht ja, die Russen selbst haben ja auch diese quantentechnologischen Medizingeräte ja schon auf der Mir benutzt gehabt. Genau. Und findet ja in vielen Ausformen jetzt schon auf der Erde ja, ihre Angebote sozusagen. Also genau, also die Russen waren, das war eigentlich der Grund, warum das entwickelt wurde, um eben die Astronauten oder Kosmonauten im All nicht alleine zu lassen. Und da entstand eigentlich dann diese Technologie, die für einen Menschen primär genutzt wird, aber jetzt kann man es für Unternehmen, für Tiere, sowieso Tiere sprechen fantastisch drauf an. Ja, die sind auch sensibler, gell? Genau. Ja.
Und so wie die Astronauten im All waren, es ist völlig egal, wo jemand ist auf diesem Planeten, man kann ihn trotzdem mit diesem Gerät praktisch erreichen und unterstützen und analysieren. Ja, und vor allem, ich habe das schon einmal ausprobiert, man kann auch Informationen auf ein Medium übertragen. Richtig. Sodass man dann wie Globulis prägen kann mit Heilinformationen. Ja, absolut, genau. Wir nennen das Produkte informieren. Also auf Wunsch informiere ich den Zeolith zum Beispiel noch mit bestimmten Informationen, dass zum Beispiel fremde Energien weg sind, dass die Aura geschützt wird. Gibt es viele Möglichkeiten mit starken Symbolen, die man eben im Timewave in der Datenbank hat und dann eben auf das Produkt informieren kann. Ja, eben, Sie bieten eben Zeolith dann zum Entgiften, haben wir schon angesprochen gehabt, gell? Genau. Was haben Sie da für Produkte Bentonit haben Sie zuerst schon angesprochen gehabt? Das genau. Ist Bentonit ist von der Wirkung her ähnlich wie Zeolith. Im Prinzip haben wir Naturmineralien, so wie Zeolith oder Dolomit, Magnesium- und Calciumquelle oder Bentonit. Das sind die drei Hauptprodukte. Es ist ähnlich wie Zeolith zum Entgiften, aber schon gut, wenn man Probleme im Magen-Darm-Bereich. Zeolith weiß ich sowieso, dass es ganz cool ist. Ja. Genau. Ja, also man sieht auch Unterschiede zwischen Zeolith und Bentonit und die ganzen anderen Produkte. Wenn man da so interessiert ist an den Time Wafer und solche Sachen, gibt es da irgendwelche Kontaktinformationen von dir im Internet, von euch? Die einfachste Information ist über den Zeolith Shop, www.zeolithshop.at. Wir versenden praktisch in ganz Europa. Gerne können Sie uns anrufen, die Nummer finden Sie dort. Und für einen Timewaver gibt es eine eigene Seite, die heißt www.sdseb.com. Siegfried Dora Siegfried Emil Bertha.com. Ah, interessant, ja. Okay. Habe ich auch schon mit den vielen Ausformungen ausprobiert, kann ich nur empfehlen. Schön, danke für Ihr Interesse. Und danke, dass Sie das Fest so lebendig mitgestaltet. Gerne. Wie die anderen alle da, habt ihr ja wirklich einen großen Teil dazu beigetragen, dass es ein vielseitiges, interessantes Erlebnis hier wird. Macht mir Freude. Danke. Viel Erfolg weiterhin. Danke, danke. So, schauen wir mal. Die Suche ist Santa Claus, seither Einu. Ich hab's schon gemacht, schau. Ich wünsche nicht frohe Weihnachten, aber sollte er eine Idee haben oder noch keine Idee haben, was er schenkt. Es gibt hier von mir eben diese Büchlein mit den heiratenden Weihnachtsgedichten sowie eine ganze CD mit meinen besten Weihnachtsgedichten und dazwischen Mozarts kleine Nachtmusik. In diesem Sinne noch einmal einen wunderschönen Ausgang dieses wunderschönen Sonntags. Danke für die Aufmerksamkeit. Der Backofen, der ist gut. Ja, das ist ein Backofen.